Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen hier um Nebenquests und also was gekümmert und ja, Dragon Balls gesammelt hin und da und ja, wie man sehen kann, Nappa ist da und ja, ich habe mich aufgemacht, die Dragon Balls alle zu suchen auf Screen und habe dabei auch alle Wünsche geäußert, die so was zu tun hatten mit ja, belebt mal den wieder, damit ich den wieder bekämpfen kann. Und ja, ich würde dann sagen, wir kümmern uns in diesem Part mal um diese ganzen Leute, ne? Als andere haben wir ja schon abgeschlossen und ja, mein Gott, so viele Story-Missionen haben wir schon. Er ist abgeschlossen, okay. So, hier müssen wir auch noch abholen, merke ich gerade. Und ja, gut, wir gehen dann mal und ich glaube, ich muss Son Gohan aber steuern, ne? Welcher auch Level 35 ist, wie, keine Ahnung, egal. So, und dann machen wir jetzt noch mal Nappa platt. Raditz haben wir ja schon fertig gemacht im letzten Part, der war jetzt nicht so schwierig, also mal gucken. Oh Gott, wehe. Oh, die kommen alle auf mich los, ist klar. Ja, ich komme da neu in Zufallskampf, pass auf. Das gibt's jetzt nicht, ey. Ah. Ich habe jetzt genug Kämpfe gleich vor mir schon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon ein bisschen stärker bin als beim letzten Mal oder so. Mit Piccolo musste ich hier und da einige Kämpfe absolvieren. Bin die ganze Zeit mit Piccolo rumgelaufen und ja. Dem war aber einfach. Ich habe immer die ganze Zeit so eine Explosion eingesetzt und dann meinen Gegner weg. So. Gut, haben wir das. Jetzt bitte keine Störung mehr. Hi. Hi, Papa Nappa. Was willst du, Kleiner? Ja, vielleicht könnte er ja dein Trainingspartner werden. Warum tun wir diese Leute alle wieder beleben? Nur um einmal gegen die wieder zu kämpfen? Du bist Kakarots kleiner Rotzlöffel. Was soll, machst du hier? Willst du mir mal mein Training helfen? Was so? Ich habe auch keine Ahnung, was in der Welt hier los ist, aber das klingt, als würdest du mein Freund sein wollen. Ich werde Kakarots Wunsch niemals zustimmen und erst recht nicht dem seines kleinen schwachen Bengels. Ob ich wirklich so schwach bin, kannst du herausfinden, wenn du mit mir trainierst. Was? Für so einen kleinen Kerl bist du ganz schön großspurig. Glaub mir, Reiz war zuerst genauso großspurig wie du, bis ich diesen langen Haaraffen ordentlich den Kopf gewaschen habe. Davon brauchst du auch eine Trachtprügel, um zu erkennen, wer der Boss ist. Ja, komm mal her, Reiz war jetzt nicht so schwer. Und ja, der war auch nicht das Level, was angezeigt wurde. Was soll das? Attention an und schau so. Bin auch sehr nachtragend. Die Freunde sind auch noch mal wieder zu sehen, ne? Jag dich nicht in der Luft, schau so, okay? So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ist ja gut jetzt. Ist ja jetzt gut. So. Ich muss jetzt mal auf die Fresse. Ja, hab ich mir schon gedacht, das ist nicht so schwierig. Kennst du noch den Angriff, Nappa? Hey, den Angriff kennt man doch. Diesen Kick. Na, guck mal, Tension an und schau, so machen sogar Schaden. Paradoxal. Na. So, aufgelevelt habe ich natürlich auch alle Charaktere so. Auch da manche diese Punkte ja im Fähigkeitenbaum einzupacken. Ich scheine irgendwie immer mehr Angriffe zu bekommen, je weiter ich das Level. Kann das sein? Boom, und weg, was schön. Schaut zu. Ja, schau mal zu, schau so. Das gibt's nicht. Was ist los mit diesem Licht? Und wie war ich so?
Wenn du es nicht anders willst, dann bleibt mir wohl keine Wahl. Okay, wir machen es, wie du willst. Ich soll dir nur beim Training helfen, oder? Ja, danke. Aber vergiss das nicht. Ich bin ein stolzer Saiyajin-Krieger. Wenn ich stärker bin als du, gebe ich den Ton an, verstanden? Klar doch, geht in Ordnung. Warum bin ich so am Tee-Posen? So, wie ich das sehe, kriegen wir jetzt eigentlich nur Medaillen von denen, ne? Oder ne, nicht Medaillen, was weiß ich. Wie heißen die Dinger mal? Sehen Abzeichen, okay. Hat die aber alle hier auf der Karte noch rumlaufen, das wundert mich irgendwie so. Weißt du, ich kann irgendwas noch mal mit denen machen? Keine Ahnung. So, nächster. Ich habe übrigens auch ein bisschen von diesen Kugeln hier gesammelt und guck mal hier, hier habe ich alle Kugeln. Da unten links steht abgeschlossen. Ich habe alle Kugeln da gefunden. Bei einigen fehlen mir aber noch eine Menge. Und ich verstehe bei einigen Orten echt nicht, wie ich so viele noch verpassen konnte. Hier fehlen nicht mehr so viele. Hier fehlen nur 8. Okay. Letztens haben noch voll viele gefehlt. Hier fehlen zum Beispiel nur 18. Hier habe ich so viele Dinger verpasst. Verstehe ich nicht. Aber ich habe auch, ich habe in einem Gebiet irgendwie eine ganze Stadt irgendwie verpasst. Also ja, das habe ich auch irgendwie gekriegt. Also ja. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wo die Leute alle sind. Ich würde die schon gerne so nachher Dings hier nach der Reihenfolge erledigen. Das heißt, der nächste wäre jetzt Dodoria, ne? Südöstlicher Inselbereich. Okay, die beiden sind da. Perfekt. Südöstlicher Inselbereich. Wir machen hier, ne? Ja. Dann gehen wir mal dahin. So. Nein, ich habe heute einen ganz schön intensiven Aufnahmetag. Ja, heute Mittag schon, wir haben Wochenende. Heute Mittag habe ich anderthalb Stunde Tales of Hesperia aufgenommen, dann anderthalb Stunde das neue Kingdom Hearts 3 DLC. Und jetzt haben wir 20 Uhr, kurz nach 20, und jetzt bin ich schon wieder am Aufnehmen. Das ist irgendwie krass. So, also was hier? Ich hole mir mal meine Kröten-Belohnungen. Kröten-Schildkröten-Belohnungen. So, boom. Das ist auch voll Overkill, ey. Wieso kriege ich denn so viele? Was ist ein Schild schon erreicht? Oh, das ist voll Overkill, wie viel man bekommt. So. Wer ist wo? Ja, super. Kraft ist Gerechtigkeit. Und Kraft ist Schönheit. Alles klar. Nicht, dass Dodoria hässlich ist, aber ich habe das Gefühl, Schönheit passt mir so auf Sabon. Also ja, gehen wir mal dahin. So, was? Oh mein Gott. Was? Oh, ich habe den falschen Punkt hier verfehlt. Ja, ich muss auch schon den goldenen folgen, ne? So. Hier die Kugeln zu finden, das ist übrigens richtig nervig. Die sind wahrscheinlich alle unter Wasser. Und ja, wie gesagt, ist nicht so dolle. Na, was soll man machen, ne? Erst einmal machen wir, ich glaube, wir ein etwas kürzerer Part wahrscheinlich. Voll 8 Minuten, jeder so 10 Minuten ungefähr. So, red mit mir. Dann bist du jetzt nicht mehr böse? Hoch, wovon soll er redest du? Wahrscheinlich voll unnötiges Training, ja, was ich mache. Wäre wahrscheinlich viel zu stark dann für die nächste Saga. Was zur Hölle ist das hier? Moment mal. Bist du der Rotzlaffel, der mir aufs Maul gehauen hat? Das hattest du verdient für das, was du im Bewohner von Namek angetan hast. Warum muss ich mich mit so einer bärmlichen kleinen Häuser so wie dir abgeben? Ich habe bloß einen ganzen Planeten für dich und das kann ich auch mit dir machen, du Penner. Da mache ich mal auf ein böses Erwachen gefasst. Ich bin jetzt viel stärker. Ach ja, du siehst immer noch genauso schwach aus. Wenn du mir nicht glaubst, dann schau doch mal auf deinen Scout an. Boah, so. Ha, siehst du, wie stark ich bin? Der Scout muss kaputt sein. So stark kannst du nicht sein. Feier am Schluss jetzt mit dem Quatsch.
Warte mal, sagst du die Sachen? Nee, ne. Dann am Schluss jetzt mit dem Quatsch. Ich werde einfach drauf losprügeln. Einfach so Schlag, 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 Schlag. 31. Okay, jetzt werden die schon ein bisschen stärker. Hätte vielleicht mal heilen sollen oder so, aber ich glaube, hier kann man sich irgendwie gar nicht heilen. Aua! Mal zu. Warum tut eigentlich immer jemand an mir vorbeifliegen, wenn ich diesen Angriff einsetze? Ich habe so das Gefühl, passiert jedes Mal. Au. Ja, ich habe dir auf die Birne gegeben, verdammt. Au. Okay, ist gut. Ich kann das auch hier erboben. Nur du machst keinen Dings. Und was? Bossangriffe? Okay, er hat Bossangriffe drauf. Um die anderen nicht. Diesen Abschlussangriff finde ich irgendwie voll doof. Ey. Erst macht er diese Riesenstrahlen, dann macht er so ein paar Dinger noch. Oh, Junge, hör auf damit. In die Fresse. Boah. Sangoan, Level 36. Zu stark. Schwör mir, dass du niemals mehr etwas Böses tun wirst. Ich schwöre es. Sofort wirst du eine Kräfte für das Gute einsetzen. Versprochen. Okay. Und die hocken dann einfach hier so auf der Erde rum. Das finde ich irgendwie komisch. Doria. So, Attention an. Nein, damit bin ich nicht durch. Was? Damit bin ich durch. Okay. So, nächster Sabon. Da, boom. Blablabla. Okay, dann kaputt. Boah. Na, ich gehe lieber unter Wasser, weil dann kommen die ganzen Gegner nicht hinter mir her. Meistens. Oh, sind ja schon wieder 1 Million von denen. So, Sabon. Habe schon gerade begrüßt, ne? Also, oh, ich bin wieder voll geil, merke ich gerade. Gut. Stimmt, ich bin ja aufgelevelt. Okay. Oh Gott. Was willst du? Kraft ist Schönheit. Ich bin ja, um mich zu vergessen, dass du deine Lektion gelernt hast. Ich verstehe, du hast mich also wiederbelebt und auf diese seltsamen Planeten gebracht. Ich will, dass du mir versprichst, dich ab sofort zu benehmen. Ich fürchte, das kann ich nicht versprechen. Was? Das ist nicht sehr schön. Wenn du mich wirklich überzeugen willst, musst du das mit Gewalt machen. Also gut, los geht's. Also auf sowas stehst du also, alles klar. Na auch, 31, oh Gott. Au. Da bringen wir diese physischen Angriffe eigentlich, wenn die sowieso jedes Mal irgendwie trotzdem was machen können danach. Ich glaube, warte mal, verwendest du gar nicht in deine Dings, in deine super bizarre Form, was weiß ich. Ja, ich kann auch so was hier, guck mal, Finish. Viel zu viel der Level hier. Ich schwöre, du bist wirklich stark. Jetzt kommt er damit rum, ne? Bitte, bitte schwöre den Bösen ab. Ich habe gesehen, was die Aufnahme angerichtet hat. Ich habe dich schrecklich Gräuel begehen sehen. Jetzt werde ich von einem Kind verhöhnt. Also gut, erlaube mir die Kraft zu demonstrieren, von der nicht mal das Skinny Sonderkommando etwas weiß. Boah. Offenbar erschreckst dich meine Stärke. Ich schreckt vielmehr sein Aussehen. Gibt's kein Zeug mehr, du bist tot. Oh nein, das ist ein Level stärker jetzt. Einmal, boom, zweimal. Oh, okay, muss gar nicht. Da glückt es.
Mach ich überhaupt irgendwann mit dem rechten Analogstick? Ich mache gar nichts mit dem rechten Analogstick. Da hätte man da irgendwie so die Flughöhe machen können. Stattdessen muss ich R2 und gedrückt halten und nach oben und unten drücken. Warum hätte ich nicht mit R2 irgendwie so denken können? Da wäre doch viel einfacher gewesen. So. Level 30. Ja, willst du immer noch Ärger machen? Nö, ich hab genug. Was? Ich kenne deine Überlegenheit an. Deine Kraft kommt der von Lord Freezer gleich. Nein, sie übersteigt sie vielleicht sogar. Eine derartige Kraft sollte nicht vergeudet werden. Ich kann dir zeigen, wie man sie richtig einsetzt. Hä? Wie meinst du? Was meinst du damit? Wir werden sie nutzen, um über die gesamte Galaxie zu herrschen. Du meinst also? Ja, ich werde mich ändern. Und du wirst noch stärker werden, so stark, dass niemand es wagen wird, uns herauszufordern. Und außerdem werde ich dich jederzeit beim Training helfen, wenn du möchtest. Was? Die wunderschöne Höhe, zu denen wir aufschwingen werden, kennt keine Grenzen. Sollte ich ihn einfach so zurücklassen? Tja, wie es scheint, hat er seine Boshaftigkeit wirklich aufgegeben. Also sollte ich mir nicht allzu viel Sorgen machen. Na klar. Ja, ich habe die anderen Charaktere damit auch im Hintergrund auf, weil sonst wird Son Gohan der stärkste Charakter überhaupt. So. Ja. Aber alle anderen sind irgendwie, Vegeta ist immer noch krass stärker als Piccolo. Und die Dragon Balls wurden wieder hergestellt. Cool. Ist ja irgendwie so ein Dingen. Ja, jetzt puste ich mal nicht so auf. So eine riesige Kraft, das auch nicht. Gott. Dann gehen wir noch und hauen das Ginyo-Kommando. Es geht die Ginyo-Force kaputt. Müssen ja eigentlich alle minus Ginyo sein, ne? Weil Ginyu ist ja noch am Leben. Der ist ja nur halt ein Frosch jetzt. Ich überlege, weil ich den Rest des Parts machen soll. Ist mir ein bisschen zu kurz, ehrlich gesagt. Wir können ja schon mal weiter der Saga machen, ein bisschen vorantreiben. Das sind ja lange Parts, die wir ja machen, ne? So. Wie sieht es mit meinen Unterstützungscharakteren aus? Yamshu. Boom. Yamshu hat ja voll den Rikomen fertig gemacht. Sind wir nicht gestorben? Hi Leute, was geht? Alter, warum haben die eine? Warum haben die so eine Aura? Okay. Was macht die ja? Hey, du bist doch dieser Wicht, den wir auf Namek getroffen haben. Da kommst du, dass wir noch am Leben sind? Ich dachte, wir wären gestorben und in der Hölle. Hey, Ginyu ist nicht hier. Was ist hier los? Du wirkst, als ob du weißt, ob du was weißt. Kleiner, spuck es aus. Und Karte 15 kriegen wir. Prüfung des Ginyu-Sonne-Kommandos. So, könnte ein bisschen nerviger werden, glaube ich, wenn wir gegen alle kämpfen. Ihr seid auf der Erde. Ihr seid hier, weil wir uns euch mit den Dragon Ball zurückgewünscht haben. Mr. Ginyu hat sich in einen Frosch verwandelt und ist davon geopst. Wie meinst du das, Captain Ginyu ist ein Frosch? Hat er seinen Körpertausch vermasselt oder was? Warum sollst du uns zurückwünschen? Wir sind deine Feinde, schon vergessen? Tja, ich dachte, vielleicht erinnert ihr euch ja, wenn und werdet unsere Verbündeten. Verbündete? Was willst du denn jetzt etwa dem Ginyu-Sonderkommando beitreten? Hä? Nein, das habe ich nicht. Ach so, du willst dich dem Sonderkommando anschließen. Das Ginyu-Sonderkommando ist ein Elite-Truppe aus Kriegern und wurde auf Befehl von Lord Freezer höchstpersönlich gegründet. Captain Ginyu wurde mit der Auswahl der Teammitglieder vertraut, um eine ausgewogene Mischung zu gewährleisten, wählte er verschiedene Kampfspezialisten aus. Nachdem ich ein Schützling geworden war, holte er Riku aufgrund seiner Stärke und Butter wegen seiner Geschwindigkeit ins Team. Und zur Abrundung wählte er Goldo, der kein großer Kämpfer ist, aber die besondere Fähigkeit besitzt, die Zeit anhalten zu können. Wusste ich doch, Jeez war irgendwie der zweite
der Co-Chef, sag ich mal, der Vize, der Ginyu Sonderkommandos. Ja, Rikum war der Stärkste. Ja, neben Ginyu natürlich. Sie haben noch einen weiteren, Bonjo, den Kopf. Ach ja, dieses Mädel, das aufgehört hat, weil sie dachte, unsere spezielle Kampfpose wäre öde. Sie hatte kein Stilgefühl. Ja, da ist dieser eine Charakter, der noch hinzugefügt wurde ins Spiel. Ist er nicht hier auch? Auf den Dingen drauf? Nee. Nee, ist nicht. Nicht so wichtig. Du allerdings, um zurückzuholen, damit du dich beim Kommando anschließen kannst, zeigt, dass du Stil hast. Du warst ziemlich schwach, als ich gegen dich gekämpft habe. Du bist noch nicht stark genug, um beizutreten. Aber wenn wir keine 5 Leute für unsere spezielle Kampfpose haben, sehen wir lächerlich aus. Wir könnten ihn wohl vorübergehend aufnehmen, bis wir den Captain gefunden haben. Guter Punkt. Aber er kann nicht einfach ohne irgendeinen Test mitmachen. Ich hab's. Geh darüber und denk dir eine stylische Pose aus, die uns von aus dem Socken haut. Wenn du das schaffst, bist du dabei. Eine stylische Pose. Wie wäre es damit? Abscheulich. Die ist nicht genug. Ich weiß, worauf das hinausführt. Weißt du überhaupt, was stylisch bedeutet? Du sollst dich schämen. Und das ist aber ziemlich schroff. Ich schätze, du bist auch keine Spezialfähigkeit wie Gurus Zeitstopp. Tut mir leid, aber wir können dich nicht ins Genie-Sonderkommando aufnehmen. Ach komm schon, geben wir ihm noch eine Chance. Wie wäre es, die Stärke des Kleinen zu testen? Du willst auch nur gegen ihn kämpfen, oder nicht? Erwischt. Egal, dann kämpfe ich auch gegen ihn. Ich will sehen, was er drauf hat. Hey, das ist unfair. Wenn ihr gegen ihn kämpft, will ich auch. Ich hatte schon ewig keinen guten Kampf mehr. Hehe, schon viel besser. Genau, wenn du uns im Kampf besiegst, nehmen wir dich bei uns auf. Puh, aber das wird wohl kaum passieren. Ja, Gulde nicht, okay. In die Fresse. Ah ja, ich weiß das doch. Einer geht auf mich los und Jade ballert die ganze Zeit auf mich, ne? Voll die falschen Köpfe alle gedrückt. Hi, oh nein! Er ist runtergedrückt, Mann. Hab hier. Ja, 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 ja. Weiß nicht mehr, was hier los ist. Ich muss irgendeinen kaputt hauen, ne? Mein Gott, ehrlich. Oh, ich bin immer zu weit weg. Ich treffe ihn. Jawohl. Oh ja. So, war nur eingefallen, was ich mit dem Rest des Parts mache. Ja, ich bin am Blocken, glaube ich. Okay. So, du, nächster. Und eine ballert wieder auf mich, während ich auf den losgehe. In die Fresse. Und nochmal in die Fresse. Aus dem Weg, Chase. Oh. Da. Hi. In die Fresse. Was? Au, was? Ja gut. So. Okay, Airlines und Ernst, wenn eine Unterstützungsseite voll ist und ein Unterstützungscharakter einen Partner angriff namens Z-Kombo ausführen, diese Angriffe treten immer und richten extrem Mengen Schaden an. Okay. Dann kommt mal. Sehr gut. Auch cool. Das sah stylisch aus. In die Fresse. Okay. Gerade weniger Erfahrungspunkte bekommen? Nee. Das ist doch wohl ein Witz. Seine Stärke ist einfach unfassbar. Captain Ginyu wäre stolz, einen so starken Krieger in seinem Sonderkommando zu haben. Ein ganz schön starkes kleines Kerlchen. Ich hätte kein Problem damit, den aufzunehmen. Ja, okay.
Deine Posen sind Müll, aber wenn du lang genug bounce bist, helfen wir dir. Ich weiß nicht so recht, was eine gute Idee ist, sich mit solchen Typen anzufreuen. Ich sollte vielleicht auch an meinen Posen arbeiten, was? Vielleicht sind sie mir irgendwann mal nützlich. Was ich mich aber frage ist, Son Gohan altert ja im Laufe der Serie. Was wäre passiert, wenn wir später hingegangen sind? Weil das hat ja kein Zeitlimit, ne? Heißt, irgendwann wären wir ja doch mit Posen ja vorbeigekommen, irgendwann, ne? Mit erwachsener Son Gohan. Quelle des Wissens. Oh, wie hab ich da? Guck mal, Spoiler. Jetzt schon Spoiler, ey. Gut, dann wollte ich jetzt mal gucken hier. So. Jetzt müssen wir nur das hier mal, um weiterzumachen, ne? Aber mir fallen dann noch so ein paar Sachen ein, die wir machen können. Und zwar gehen wir mal hier zum Quittenwald. Ja, den Dragon Ball können wir auch nebenbei noch einsammeln. Bock haben. Vielleicht wollte ich eigentlich nicht machen. Ich will einige andere Sachen einsammeln, die ich offscreen gefunden habe, aber nicht eingesammelt habe, weil ja, weil ich das aufnehmen will halt, ne? So. Muss der Dragon Ball, kann ich auch direkt holen hier, boom. Ja. Okay. So, Olong, was machst du hier? Mich so zu quälen bringt mir hoffentlich mehr Erfolg bei den Damen, was? Oh, ich mache eine Idee. Frauen stehen auf durchzudrehen. Will ich abnehmen und in Form kommen. Hier, du kannst das hier haben. Ich habe keine Versuchungen. Ich kann keine Versuchungen gebrauchen. Und wenn ich schon nichts davon habe, dann wenigstens jemand anders. Schon bald werde ich ein heißer Typ sein. Du kannst dich doch wortwörtlich in Eis verwandeln, was es gibt. Du kannst dich in irgendwie den heißesten Typen der Welt verwandeln. So wie mich. Und dann Problem gelöst. So. Hey, was ist denn hier noch? Ding. War ich ja schon, habe ich ja alles, ja, alles da oben. So, gut, erst einmal Dragon Ball. Wenn wir schon dabei sind. Wir haben ja schon alle D-Medaillen, ne? So. Jetzt gehen wir mal kurz, wo ist der Quittenturm da? Und die habe ich da gefunden. Untersuchen. Im Turm ganz nach oben. Boah, wird skrupellos von Tao Bai Bai umgebracht. Ein von den Red Raven Armee angeheuerter Profi-Attentäter. Und um es noch schlimmer zu machen, stiehlt Tao Bai Bai auch noch Son Gokus Dragon Ball. Wo er verloren hatte, konnte Son Goku dank des 4-Sterne-Dragon Balls, den er immer noch bei sich trug, und den tödlichen Schlag, also wird er den Tod entgehen. Da er Bora wiederbleiben und die gestohlenen Dragon Ball zurückholen möchte, gibt sich Son Gohan zum Meister Quitteturm. Er hofft dort Zugang zum heiligen Wasser zu halten, um seine Stärke mehrfach zu erhöhen. Also beginnt er einen Aufstieg, den bislang aufgrund mangelnder Kraft noch niemand bewältigen konnte. Und ja, ich weiß nicht, ob Son Goku irgendwie einige Sachen dazu sagen würde, wenn ich halt aufsammeln würde, aber was soll's, mein Gott, ey. Hey, du bist Bora. Ich hoffe, die Ruhe ist von Dauer. Er redet ja immer noch darüber. So, das war aber nicht das Einzige, wenn ich jetzt mich noch erinnern könnte, wo noch was wäre. Das ist nicht so weit auf meine Karte, ne? Nö. Aber hier waren noch zwei andere, wenn ich jetzt nur wieder wüsste, wo die sind, ne? Ich habe schon wieder voll Möhre vergessen. Aber dachte ich eigentlich, ich hätte mir das gemerkt, aber fehl am Platz. Aber hier waren drei, die waren alle an auffälligen Orten, das weiß ich noch. Oh, hi, hier ist eine. Okay, ich habe einfach das Essen hat rausgeklaut. Ach man, ich hatte dort alles schon gefunden. Wo war denn jetzt noch mal? Ich meine, waren drei Stück. Ich habe sie alle schon wieder vergessen, wo sie sind. Ne? Warte mal. Hier ist Dingens, ich glaube hier in der Nähe war das, ne? Oh mein Gott! Schon wieder total vergessen worden.
Das, ey, das gibt's jetzt nicht, ey. Kopf wie so ein Sieb, ey. Okay, ich habe das heute nicht heute gesehen wieder, aber meine Güte, ich. Weiß nicht, wo das noch war, alles Dreck. Ja, hier ist ein. Okay. Hi. Boah, Verteidiger des Heiligen Landes. Boah und sein Sohn Upa leben im Heiligen Quittenwald und haben die Aufgabe, ihn zu beschützen. Eines Tages finden sie einen Dragon Ball, werden jedoch von der Red Ribbon Army angegriffen, die ihn an sich nehmen will. Boah kann gegen die Bösewichte bestehen. Die Armee nimmt Upa jedoch als Geisel. Son Goku, der ebenfalls auf der Suche nach den Dragon Balls ist, trifft zufällig ein und besiegt Opas Angreifer. Cool. So, dann war ja noch irgendwo einer. Jetzt bist du wart war. Kann vielleicht sogar in einer so einer Höhle oder so sein, ne? Oder hier irgendwo. Zum Glück können die auch so angezeigt werden. So mit Ki spüren. Macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber was soll's. Nee, das ist so ein Renndingen. Wir haben schon geh aus dem Weg. Wir haben schon geh aus dem Weg. Wir haben schon geh aus dem Weg. Ich will mal da rein. Ich glaube, da ist sogar was. Nee. Okay, keine Ahnung. Ich suche mir das nächste Mal. Notiere mir das und dann komme ich noch mal wieder. Ich überlege gerade, es ist noch irgendwo eins. Ich habe noch mehr irgendwo gefunden. Ich glaube, hier war einer. Eine Erinnerung. Ich glaube, das wäre es dann auch. Weil ich mich so erinnern kann. Vielleicht. Ne, ich glaube, ich weiß noch was. Ich heute, glaube ich, so gefunden. Nächstes Mal notiere ich mir die. Aber ich dachte, wie bei meinen Rollenspielen, ja, wie bei Tales of Vesperia oder als ich Octopath Traveler auf meinem englischen Kanal gespielt habe. Mit der Notizhierarchie da. Ich jedes Mal mache. So, irgendwo hier. Hier war ein Eingang, hier kann man rein und boom. Machenschaften des Dämonenkönigs. Nachdem er aufgrund der versehentlichen Aktion der Pilaf-Truppen befreit wurde, erfährt Dämonenkönig Piccolo von den Dragon Balls und beschließt, seine Jugend zurückzuerlangen. Danach befiehlt er Tamburin, einen der Mitglieder seines Dämonenclans, alle Kampfkünstler zu töten, die ihm beim Erreichen seines Ziels möglicherweise im Weg stehen könnten. Die Pilaf-Truppe hat ein schlechtes Gewissen, als sie erkennt, welche schweren Fehler sie durch die versehentliche Befreiung des Dämonenkönigs Piccolo begangen hat. Na, kein Kommentar. No. Oh, das ist der Dragon Ball. Gut, dann wollte ich. Ja, ich bin schon gewundert, was das hat. So. Ich kann ja gar nicht fliegen, ey. So. Dann weiß ich noch, wo. Falscher Knopf. Ich mal überlegen. Ist hier noch irgendwo was, was ich gefunden habe? Ich glaube nicht. Ich glaube, irgendwo hier. Da habe ich irgendwie zum ersten Mal eine Insel irgendwie gefunden. Ich habe ganze Landflecke irgendwie noch nicht erkundet in einigen Stellen. Das ist voll traurig. Dabei denke ich immer, ich bin voll alles am Erkunden, boah, mein Hals. Ne? Boah, ich hasse diesen Schleim. Ey. Ich habe so Schleim im Hals. Ich habe noch nicht mal Halsschmerzen. Man könnte meinen, so nach 3-4 Stunden aufnehmen, hätte ich schon irgendwie voll Halsschmerzen. Aber nee. So, wo war das nochmal? ich glaube hier. Glaube ich. Da ist noch ein ganz kleines Örtchen gefunden. Meinen, da war auch so eine Erinnerung noch irgendwo. Haben wir schon mal hier davon ein paar noch gefunden. Gott. Aber man kann ja auch Fahrzeuge hier haben in den Spielen. Ich hoffe, man kann auch irgendwann irgendwie Boote oder so haben.
Nein. Oh. Ich bin ein bisschen stärker, also. Er seid jetzt schneller. Er seid jetzt schneller tot. Ich bin noch gar nicht Vegeta gespielt hier. Einfach da durchgedüst, da machst du jetzt. So. Was für ein Verbündeten das hochgelevelt. Da hochgeballert. So war keiner mehr übrig. Ey. So, das ist übrigens nicht der Ort. Da hinten glaube ich auch nicht. Oh, wo war noch mal, ne? Was hier? Ja, ich gehe wieder auf den Unterwasserweg. Ja, ich hoffe, man kann irgendwie so U-Boot oder irgendwie so was irgendwann mal holen. Dann wird das Suchen hier nämlich viel einfacher. Also entweder werde ich mal abgelenkt, dass ich wieder nach oben gehen muss und irgendwie Dingens einsammeln muss, Luft holen muss, meine ich. Weil diese blöden Gegner da oben, die gehen mir auf den Nerven. Ich kann mich nie so in kompletter Ruhe irgendwie umsehen, ey. Und das stört mich ein bisschen. That is grinding my gears. Do you know what grinds my gears? Ja, aber ich kann schon mal so sagen, dass wir vielleicht im nächsten Part weitermachen mit der Story, falls jetzt nicht irgendwie so Nebensachen noch kommen nebenbei. Ich glaube, allein deswegen sollte ich doch schon mal irgendwie weitermachen. Aber so wie die Story das hier so mir sagt, boom. Also normalerweise müssten ja dann mehrere Kästchen dann noch sein, ne? So stelle ich mir halt vor. Ich glaube, da war beim letzten Mal so. So, ist das hier der richtige Ort? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Boah, gibt's jetzt wieder nicht. Ich kann mich auch voll wenig nur immer umschauen. Ja, andauernd Gegner sind. Irgendwie sind jetzt hier gerade gar keine. Ah, wo ist diese eine Insel? Ich glaube hier. Ich glaube, die war da, da hinten. Ich glaube, ja, da war die. Okay. So, ich meine irgendwo hier oder auch nicht. Oh! Ich dachte, da war noch so eine Erinnerung. Ich dachte, da war noch so eine Medaille, ne? Oh. Aber keine Ahnung. Hm. Ich dachte, hier wäre irgendwo was noch. Oh. Aber nö. Ist hier unten noch was? Gut, dann melde ich den Bart hier. In der nächsten Folge gehen wir dann mal. Ich gehe noch mal zum Kami aus. Vielleicht hat er jetzt schon wieder irgendwie so Sachen erledigt. Vielleicht habe ich jetzt schon wieder Sachen erledigt, meine ich. Er gibt mir wieder 1 Milliarde Belohnungen. Ich kann gucken, ob ich irgendwie noch Angriffe zum Lernen habe. So, Gohan, Vegeta. Die sind ja alle schon Level. Hm. Ja, komm, warum nicht? Warum denn nicht? Oh, alleine, ehrlich. Son Gohan stellt sich schützend vor Piccolo. So, gut. Hör auf zu blocken. Jetzt aus dem Wasser, als sehen die niemals kommen. Boom. Hi. Wo bist du? Oh ja. Kann ich auch hier, wo ja, wir sind echt irgendwie so deutlich größer, wenn die hochgelevelt sind, ne? Ich meine, den sein Strahl ist viel dicker als meiner. Ja, war geblockt, was machst du jetzt? Ah, ey. Kommt einfach und schlägt mich.
Mach doch. Ach so, da ist der Angriff. Wollte ich eigentlich gar nicht. Kannst du es wagen, meinen Angriff gegen mich einzusetzen? Ich weiß, es ist nicht mein Angriff, aber wir schon, was ich meine. Hast du von mir gelernt, wahrscheinlich. Oder mir abgeguckt, was weiß ich. Weiß ich, woher Song One mit Nasenko erk haben. Der kam einfach voll aus dem Nichts, ey. Ich weiß noch nicht mal, was Masenko bedeutet. Irgendwas mit Dämonen, will ich jetzt mal sagen. No, okay. Special Beam können. So, komm her. Komm her. Okay. Noch nicht, doch. Da bin ich. Auf mich die ganze Zeit wegzaune. So. Klatsch. So, was auch erledigt. So. Vegeta muss 3 Dinger lehnen. Super Galaxstrahl. Ja, komm. Ich glaube, ich weiß, womit ich den Part hier fülle. Na, ein pinker Strahl von einem pinken Mann. Aber was ist das denn? Oh, ich muss gegen meine Saiyajin-Kollegen kämpfen. Batman. Gegen Dragon Ball Z Abridged habe ich irgendwie andere Sprüche noch in Erinnerung. Pull my hair. Oh, hier diese Flagge von diesen, diese Regenbogenflagge. Hier für gleichgesinnte Ehen, glaube ich, steht. Hi, was macht ihr denn hier? Was? Extra Pose und so. Schnellfeuer Kaibel. Überhaupt jetzt alle, ja, also Vegeta treffe ich. Ja. Und das Ganze noch 2-mal. Er ist schon wieder hineingefallen. War jetzt bis halt, ist klar. Boah. Ey, dieser Angriff, ne? Jedes Mal bin ich vielleicht 2-mal weggehauen davon. Aber diesmal nicht. Okay. Ich glaube, man kann irgendwann irgendwie so die Klamotten jederzeit ändern oder so. Daneben, ein paar. Ich wollte schon sagen, das Ganze nur 2-mal. Ja, super Galaxstrahl erlernt. Rüsten wir mal direkt aus, damit das mich die Sache ein bisschen einfacher macht. Mal direkt hochleveln, wenn wir können. Bullet. So. Biko San, ja, habe ich mit ihm überhaupt gelernt. Spezial Dings hier, super Spezial Höllenspirale. So, super, super Special Beam Cannon. Kloppter Name. Super Folge Energiestrahl. Oh, ich habe keinen. Oh, ich bin nicht voll geheilt. Oh. Ja, gibt's jetzt nicht. Da könnte jetzt ein bisschen nervig werden.
Ja, wenn ich alle damit treffe, wäre nicht schlecht. Oh Gott. Ja, ich muss so fliegen. Das ist nicht so einfach. Hör auf damit. Nein, der ist ausgewichen. Gibt's jetzt nicht. Ich sehe eigentlich, wenn ich hier K.O. gehe. Wenn ich gerade irgendwie einen Storykampf oder so. Oh. Komm her. Komm her. Warum gehe ich denn auf den los? Ich war eigentlich von sicherer Entfernung. Au. Ich war eigentlich von sicherer Entfernung auf die Ballade. Ich gehe voll nah an den heran. Weiß ich nicht. Ich mal irgendwas hier eingesetzt. Ah. Du, geh mal weg. Nicht so cooleres ich trag pink. Ja, mein ganzer Teil. Ja, du und boah, wo ist denn der schon wieder? Irgendwie treffe ich trotzdem. Komm her. Oh. Nein, nicht du. Oh, da war es auch schon leicht tot. Gut. Ja, bist du noch du, Bruder von Kakarot. So. Das ist geschafft. So, massiv Angriff. Super Folge Energiestrahl auch direkt mal ausrüsten. Einfach nur. Da hat der Folge Energiestrahl noch weiter gehende Umfang und Schaden der Kriegsversion. Ist ja wieder was anderes, ne? Keine Ahnung. Wie geht das ja der Meister von diesen Schnellfeuerangriffen? Voll von Gotenks. Okay, das ist jetzt so. Das wird sogar schon besser. So, ich muss mal kurz. Okay, von denen habe ich irgendwie 30 Stück. Die heilen aber auch nicht sehr viel, sehe ich gerade. Nicht so wie in den Tales aufspielen, wo die Prozent teilen oder so. Das irgendwann werden die schwächer sein. Ja, kommt direkt auf mich so geflogen, ne? Warte mal. Wie schnell ich den Angriff jetzt eingesetzt? Ich bin nur eingebildet gerade. Aber ich habe voll schnell eingesetzt. Nee, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich geirrt. Ja, du willst irgendwas machen? Zwei Riesenbälle, die auf mich schießt, ey. Oh Gott. Bonk. So. Die Kämpfe sehen schon krass aus, also geht schon richtig ab, ey. Gibt einen schon so ein Dragon Ball Z Feeling. Oder etwa nicht. Du hast was gemacht? Was? Wo ist er? Da. Aua. Mich getreten. So.
ein paar von den Dingern eingesetzt. Ich habe schon 10 Stück von denen eingesetzt. Und ich muss wahrscheinlich noch mehr einsetzen, wenn er 2 geht. Bleibst du hier? So, komm her. Na, und jetzt habe ich dann wieder voll eingesetzt. Voll schnell. Ich habe mich zu den hinten teleportiert. So, gut. Haben wir das auch erledigt. Moonroshi, habe ich wieder irgendwas. Pff. Okay, ich kann vielleicht noch ein paar Charaktere so sehen, Abzeichen geben und so. Ja, aber jetzt ein paar neue, ne? Zum Beispiel die Genifos oder Nappa. Weiß ich nicht. Trainingsfähigkeit hier. Boom. Sattkriegerfähigkeit. Und er hat schon Silber. Wie? Sagt, wenn ich irgendwie die richtigen Sachen irgendwie hochlevel oder was soll das immer? Und 2 Dinger. So, Karten, die sollte ich auch vielleicht mal checken. Ich habe, glaube ich, ein paar neue bekommen, ne? Nein. Auch Silber. Wie? Na, von denen habe ich ganz viel. Na, ich habe da noch Training hoch. Was? Ah, nee, das wäre Verschwendung. Rikum. Alles klar. Ist noch so sehr, weiß ich nicht. Random irgendwie, wie ich die Dinger hochlevel. So. Und ich habe ein paar Dinger bekommen. Die Medaillen. So, Karten, zeig mal, was ist denn hier neu? Ich weiß gar nicht mehr, was Neues. Keine Ahnung, Snapper neu? Ja, ne? Also, wer von euch will zuerst sterben? Was ist deine Ersatzkarte? Da sind diese Sprüche darunter, ich verstehe nicht. So, du hast ein Sternchen. Na, die Genioforce. Gemeinsam sind wir das Genio-Sonderkommando. Was ist Miracle Ultra Z-Kraft? Was? So. Hier, Mann, die sind irgendwie von so einem echten Kartenspiel, ne? Vielleicht mal gucken, weiß nicht. Na, waren alle. Gut. Würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann hoffentlich weiter mit der Story, ne? Und ja, freue mich dann schon, wie es weitergeht. Ich hoffe, es geht dann weiter mit der Story. Ich dachte jetzt wieder irgendwie, weiß nicht, so random irgendwelche Sachen kommen oder so. Da wird mich ein bisschen nerven. Und ja, im Schuh. In dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und dass ihr ein Abo, ein Like oder ein Kommentar lassen würdet. Das würde den Kanal nämlich sehr weiterhelfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski.